Marcos Rosado. Hallo. Bubble Slam, wie bist denn du drauf? Ja, ich werde jetzt dafür sorgen, dass es euch danach so richtig schön scheiße geht. Ja, ich möchte nämlich jetzt eine Geschichte erzählen. Möchte mich aber auch schon im Voraus dafür entschuldigen, es könnte verstörend wirken. Aber das ist dann halt so. Es ist ein Gedicht, es trägt den Titel Der Schmied. Und es geht so. Einst waren ein Lehrling und ein Meister in einem Wortgefecht gefangen. Ihnen war nun als Dienstleister die Frage nach der Moral gekommen. Wer Moral hat, der ist gut, beginnt der Lehrling sicher. Der ist in seinem Handeln recht, hat er auch keinen Schimmer. Moral ist etwas Tugendhaftes, erwidert daraufhin der Meister. Nur ein wahrlich guter Mensch vermag es, die Welt mit Moral zu bereichern. Doch wessen Taten stets dem Guten und dem Wohle zugeneigt, wer sich auch der blindsten Wut hin nicht aufgibt, der doch voll Größe zeigt, dass gut nicht gut und schlecht nicht schlecht ist, wenn es die Moral erlaubt. Spricht der Lehrling in dem Wissen, dass seine Worte ihn den Lohn geraubt. Erzürnt und doch gar fasziniert von des Lehrlings Tollkühn, spricht der Meister kalkuliert von seiner eigenen Meinung. Moral ist die Instanz des Guten, auf die sich der Mensch bezieht. Doch, erwidert da der Lehrling, ist Moral nicht subjektiv? Gelassen winkt der Meister ab und dreht sich zu dem Tische, an dem zu arbeiten er nun vertagt und erzählt ihm die Geschichte. Ein Mann, nicht jung, nicht alt, war einst ein sehr bekannter Schmied im Ort. Sein Werk war gut und wahrlich fein, doch bald schon war die Schmiede fort. Gepackt waren seine 7 Sachen und verlassen war das Heim, und das Dorf schien sich zu fragen, wo der Schmied geblieben sei. Was sie nicht wussten, war das Drama, welches sich bei Nacht vollzog. Ein kräftiger Schwung mit seinem Hammer und schon war Frau Gemahlin tot. Mit leisen Schritten ging er dann in seines Sohns- und Tochterzimmer und auch ihr Blut floss nach der Tat über seine kalten Finger. Mit Wahnsinn in den Augen dann schleppte er die Leichen fort und vergrub dann jede einzeln an einem unbekannten Ort. Zerstückelt und verstümmelt dann waren ihre leblos Körper keine Last mehr für den Mann, der vom Schmied zum Mörder wurde. Erst Jahre nach Beginn der Suche fand man dann den Todesschmied und man stellte ihm die Frage, was in aller Welt denn ihn zu dieser Tat bewogen hatte. Denn früher schien es unvorstellbar für die Leute, die ihn kannten, dass der Mann, der ihm so nah war, seine Ängsten töten konnte. Doch der Wahnsinn in seinen Augen hatte ihn schon lang zermürbt und so verloren sie den Glauben, als er wie besessen und verwirrt begann, gar lauthals loszulachen und immer wieder von seiner Tat sprach, sie sei nicht gut zu machen, weil sie nie eine falsche war. Mit reinem Gewissen ward er also an jener Stelle wieder, wo er sie einst vergraben hat und hing vom Galgen nieder. Dies soll nur ein Beispiel sein für unsere kalte Welt und es wird auch nicht das letzte sein, auch wenn es dir nicht gefällt. Verängstigt fragt der Lehrling ihn nach der Moral von der Geschichte. So spricht er. Subjektivität in Ehren. Doch Moral, die gibt's hier nicht. Vielen Dank. Für euch aus der wunderschönen Stadt Berlin, Marcos Rosado.